Hey Leute, was geht? Mein Name ist Jonas und dass ich jetzt hier wieder sitze, bedeutet, dass es schon wieder das Abschluss- und Voting-Video, was sehr traurig ist, weil das heißt, dass die wunderbare Staffel auch schon wieder vorbei ist. Ich selber muss sagen, ich bin 2 Tage später zum Dreh dazugestoßen und muss trotzdem sagen, ich hatte eine super Drehzeit, hat super viel Spaß gemacht. Wir haben diesmal eine Menge neue Darsteller dabei gehabt, die ich vorher selber noch gar nicht kannte. Alle super coole Leute, also die gesamten Darsteller allesamt. Ich bin sehr begeistert, auch tolle Schauspielarbeit. Dann auch mal wieder die Crew, großartig, die Leute, die jetzt gerade hier hinter der Kamera stehen. Wir waren, glaube ich, noch nie so eine große Crew. Ich hoffe, das hat man dann auch im Bild gesehen einfach, dass wir uns diesmal wirklich besonders viel Mühe gegeben haben. Ansonsten, ich hoffe auch, die Storyline hat euch gefallen und wir konnten so ein bisschen 365 Tage persiflieren. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, dazu abzustimmen, wer in der 4. Staffel von Villa der Liebe dabei sein soll. Also wenn euch ein Darsteller besonders gut gefallen hat, dann geht jetzt unten auf den Link. Dort kommt ihr auf unseren Instagram-Account und dort könnt ihr einfach den Leuten ein Vote geben, indem ihr die liked und dann sind die in der nächsten Staffel wieder dabei. Das heißt also, ihr seid gefragt und jetzt kommen hier nochmal alle Leute, die teilgenommen haben. Ganz viel Spaß. Genau, und zu mir selbst, ich habe Lennart gespielt und wenn ihr Bock habt, dass ich in der nächsten Staffel nochmal dabei bin, dann gebt gerne ein Like für mich. Vielen Dank. Servus Leute, ich bin der Benne und ich habe den Maximus gespielt. Ich war das erste Mal dabei und es hat mich mega gefreut, erstens dabei zu sein und zweitens diese ganzen coolen Leute hier kennenzulernen. Also es war eine mega Zeit, es war einfach saucool und aus diesem Grund würde ich mir wünschen, das nächste Mal auch dabei zu sein. Deswegen würde mich mega freuen, wenn ihr für mich voten würdet. Für Maximus, wenn ihr mich wiedersehen wollt, dann ihr wisst, was zu tun ist. Dankeschön. Hey Leute, ich bin Dalia und ich bin super happy, dass ich wieder dabei sein durfte bei einem neuen Format von Jonas und Jonas, also bei Villa der Liebe. Und falls ihr Lust habt, mich doch mal zu sehen, dann könnt ihr gerne mal mein Bild liken. Und ja, würde mich riesig freuen. Hey, mein Name ist Lukas und ich habe in der Serie den Ben gespielt. Das war meine erste Moonwave-Produktion, in der ich mitgewirkt habe. Und ich hatte auf jeden Fall mega viel Spaß und es war auch cool, die Leute kennenzulernen. Und falls ihr Bock habt, mich nochmal wiederzusehen in irgendeiner Produktion oder in der nächsten Staffel, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da auf meinem Bild auf Instagram. Hey, mein Name ist Jerome und ich habe den Alex in der 9. Staffel von Villa der Liebe gespielt. Es hat so viel Spaß gemacht und die Leute sind hier alle so cool. Es muss aber auch noch nicht vorbei sein. Ihr könnt für mich abstimmen, dass ich bei der 4. Staffel noch mitwirken kann. Also, votet für mich. Hallo zusammen, mein Name ist Loris und ich durfte den Neo spielen. Das zweite Mal nach Staffel Nummer 1 durfte ich wieder dabei sein und ein großes Dankeschön an erster Linie geht natürlich an euch da draußen, die die Videos und die Serien regelmäßig zuschauen und das freut uns persönlich extrem und deswegen würde ich mich auch extrem freuen, wenn ich bei der nächsten Staffel oder einfach bei der nächsten Produktion wieder dabei sein darf. Deswegen votet jetzt unbedingt auf Instagram ab. Ich würde mich freuen. Ganz liebe Grüße. Hey, ich bin Lea. Ich habe die Rolle von der schüchternen Greta gespielt und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr für mich abstimmen würdet, weil dann sehen wir uns vielleicht nächstes Mal wieder. Hi, mein Name ist Tim und ich spiele in der Serie Louis und wenn ihr Lust habt, dass ich vielleicht nochmal dabei bin, das ist jetzt glaube ich meine 2. Moonvibe-Produktion, wo ich mitmache, dann könnt ihr sehr gerne mein Foto liken und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ciao! Hallo, mein Name ist Lina und ich habe die Becca in der 9. Staffel von Villa der Liebe gespielt und es hat mir mega Spaß gemacht. Es war jetzt meine erste Schauspielerfahrung und ich würde mich mega freuen, beim nächsten Mal wieder mit dabei zu sein. Deshalb votet gerne für mich und wir sehen uns. Hi Leute, mein Name ist Caro und ich habe die Rolle Stella gespielt. Mir hat das Ganze mega Spaß gemacht und ich hoffe, ihr mögt meine Rolle auch. Ihr könnt auf jeden Fall für mich voten bzw. mein Bild liken und ich würde mich freuen, das nächste Mal wieder dabei zu sein. Wir sehen uns. Moin, mein Name ist Jonas, ich habe Stu gespielt. Eigentlich ist es relativ egal, ob ihr für mich votet oder nicht, weil Jonas und ich das Drehbuch schreiben und es wieder reinschreiben können. Aber ich freue mich natürlich trotzdem total, wenn ihr das Bild auf Instagram liked. Das ist jetzt auch tatsächlich die wichtigste Aufgabe, die ihr habt. Das Video endet gleich, dann endet auch diese Staffel. Wir sind darüber auch alle unfassbar traurig. Was ich von meiner Seite auf jeden Fall sagen kann, ist, das ist, glaube ich, wirklich vom Gefühl her die beste Staffel, die wir jemals gemacht haben. Absolut sehenswert und ich hoffe natürlich, dass die nächste Staffel noch viel besser wird. Jetzt auf jeden Fall auf den Link klicken, auf Instagram abstimmen, also liked die Bilder und votet für eure Favoriten. Wir sehen uns ganz bestimmt ganz bald wieder und ja, ciao, ciao. 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 Ciao.